Jo Leute, wundert euch nicht, dass ich wirklich ein bisschen besoffen bin. Ey, mein Hirn knallt so richtig. Jo Leute, also ich bin ein bisschen besoffen, Digga, ne? Also wenn ich merke, dass ich wirklich ein bisschen in den Herrschum angetan, merke ich wirklich, dass ich ein bisschen besoffen bin, Digga, also... Jo Leute, also ich bin jetzt wieder back. Servus. Servus. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder back. Mit Vloggen wieder mal auf jeden Fall. Ich auch. Es tut mir leid, dass ich nicht gefloggt habe, wo ich in Toronto war, beziehungsweise in Kanada. Mit meinem Bruder. Ne? Irgendwie hast du es echt verkackt. Ja, und ja, also von daher, es tut mir leid, Leute, dass ich keinen Vlog habe. Ja, auf jeden Fall nehmen wir euch auf jeden Fall mit zu den Frankfurter Löwen. Das ist ein Eishockeyspiel. Jawohl, ich bin schon im Löwendress. Und wir werden es auf jeden Fall euch begleiten und das Spiel wird extrem interessant. Das ist falsch, Leute, das ist falsch hier. DL2 war mal. Wir sind Penny DL mittlerweile. Und auf jeden Fall, ich hoffe, dass das Spiel auf jeden Fall spannend wird, ne? Geil. Und ja. Der Kasten ist auch am Schlüssel. Nein, doch. Und auf jeden Fall, wir gehen auf jeden Fall zu einer T-Shirt-Bar, ne? Bevor das Spiel anfängt. Auf jeden Fall. Und jetzt wird gesoffen, Leute, ne? Jetzt geht's ab hier. Okay, und jetzt soffen wir kurz ein bisschen, ne? Dann bis dann, Leute. Bis dann, Leute, bis dann. 20 Minuten später. Jo, Leute, was geht? Also, ich bin ein bisschen angetrunken, ne? Aber jetzt ist mir langsam wieder besser. Er hat erstmal sein Schnitzel. Ja. Ich muss einmal über die Blume filmen, aber hier ist auf jeden Fall sein Schnitzel. Mhm. Richtig gut, ich hab's selber. Also Leute, wir lassen es erstmal schmecken. Richard hat hier erstmal Cola. Ja. Ich hab einen Appleboy. Also let's go, bis später. Okay, Leute, bis dann. Ciao. Irgendwann später. Möchten wir allen Opfern des Faschismus gedenken. Allen Opfern, die durch das faschistische Menschen- und Weltbild als anders, als abweichend von der faschistischen Norm, als Mensch zweiter, dritter... Aus Skalar-Elbes statt mit Faschisten. Also. Ja, schon. Ja. Rechts abbiegen auf Braubachstraße. Also Leute, wir sind gerade hier mitten in der Stadt. Genau. Wir laufen hier zu einer Shisha-Bar, Leute. Nein, ohne. Genau. Da ist ein Leverkusen. Wir laufen jetzt Elvis Nenuna. Oh, Binding Gasthaus. Das mache ich schon. Ist echt so. So, ist immer richtig, Leute. Ja. Also Leute, wundert ihr euch nicht, dass ich ein bisschen besoffen bin. Ich habe zu kurzem was gegessen. Ein Schnitzel mit Pommes. Nice. Ja. Oh, das hat sowas lecker schmeckt, Leute, ne? So lecker, ne? Alter, der Apfelwein knallt. Jetzt zum Glück eine Cola getrunken, Digga. Das hat mir so gut getan. Der Apfelwein knallt. Der Merse merkt's richtig. Ich merke gar nichts davon. Ja, du warst eh nur das erste. Am letzten Stück Shadow Sack gefilmt hab so. Ich sag so. Hau doch eine Minute. Ja. Gib mal her. Du bist echt Legende. Genau, und jetzt spende ich mal vielleicht ein Doktor, der bei sich spart. Vielleicht, der spendet mir. Ja, oh mein Gott, Alter. 10 Euro, ist ja gar nichts, Leute, ne? 10 Euro. Also Leute, hier sind wenn wir in der Spar gekommen sind, ne? Bis dann. Was ist denn das da? Bist du noch nicht mehr da? Nein, da. Margarete. Da. Apple Boy Express! Digga! Schön mit dem Pfad, Alter! Digga! Mit dem Pfad, Alter! Also, wir sind jetzt spät, wenn wir in der Asian Bar sind, ne? Bis dann!
So Leute, wir sind eigentlich mal in der Fischbar angekommen. Wir sind jetzt in der gleichen Fischbar, wo wir schon mal einmal da waren. Hoffentlich erinnert ihr euch, wo wir im Kino waren. Sind. Und zwar zum Film von Fast Furious 9. Ja. Da vorne. Beim Dings, wie heißt es nochmal? Die Mai-Zeit. Genau, bei Mai-Zeit. Und da sind wir ins Kino reingegangen. Nice. Ne? Heute hat wir ins Kino reingegangen. Sind, ne, Leute, wenn wir zu Beweis ist, man hier drin gegangen in der Fische Bar. Und der heute hat die heißt. Der heißt Shisha Untouched, Leute. Ey, Bruder, Leute, ist das beste Shisha bei Frankfurt. Müssen wir auf jeden Fall hier hingehen. Beste Shisha überhaupt. Nein, doch. Für Frankfurt ist zwar 1 Euro teurer als im Lore, als beim Dings, als beim Shisha gerade da. Und ja, also es entsetzt sich voller, hier rein zu gehen. Und ja, also wir genießen auf jeden Fall unsere Cocktails und unsere Shisha. Wir werden auf jeden Fall euch benachrichtigen, wann wir unsere Cocktails bekommen und unsere Shisha. Bis dann. 20 Minuten später. Jetzt. So Leute. So Leute, wir haben endlich mal unsere Cocktails bekommen. Ich habe für den Marcel auf jeden Fall einen 600 Bitch bestellt. Es kostet 12 Euro, aber ich schätze für die 2 Euro mehr. Ich musste für den Marcel 10 Euro noch ausgeben, aber ich schätze für die 2 Euro. Da hat er Marcel seinen Cocktail. Und ich habe meinen Wodka Repo bestellt, sondern mein Wodka E. Und ich lasse mir jetzt mal schmecken, wenn es mir schmeckt, egal. Also bis dann. Bis dann. Richard macht Geschmackstest. Ja. Schmeckt. Oh, lecker. Nice. Das ist sehr schön. Also. Guck mal deins, Marcel. Lass mal kurz. Ja, ja. Kriegst du es hin? Guck mal, ja, ist gut. Guck mal mit die Traube sogar. Oh. Und? Geschmackstest? Alter, richtig gut. Fruchtig? Richtig fruchtig. Das ist richtig was ganz anderes, als wenn du es im Lecker oder so bestellst. Was ganz anderes. Alter, das ist richtig. Alter! Das ist richtig tropisch. Oha! Alter! 10 von 10, Leute. 10 von 10 von hier, Digga. Das ist richtig überhaupt. Leute, es ist richtig 10 von 10, auch wenn es ein bisschen mehr kostet. Ey, Leute, die Shisha-Bar von hier ist so gut versteckt, ne? Bis irgendwo in der Gasse. Das mittendrin ist mitten. Sind gerade in die Hauptmache gelaufen. Genau, und ist mittendrin wer ist das? Von der Dings, wo die Mahlzelle ist. Die Einkaufszentrum. Ja. Ist dir bewusst, dass es das Einkaufszentrum heute indirekt offen hat? Weil der da oben von Topia ist, deswegen. Also ja. Ey, obwohl heute Sonntag ist? Ja, aber er hat nur die Cocktail-Ding, da Bumser da. Achso, ansonsten hat. Naja, und halt das Essen. Nur das Essen halt. Nur das Essen. Das Saturn und so weiter hat geschlossen, ne? Okay. Ja, da nur Essen und Trinken, aber immerhin etwas. Ja, irgendwann, Leute, ne? Lass es mal schmecken, ne? Bis dann, Leute. Wir sagen euch auf jeden Fall Bescheid, wenn unsere Shisha-Bar kommt, ne? 20 Minuten später. Sind wir das Stadion? Jo Leute, also ich habe schon mal eine Shisha schon bekommen. Und Marcel bekommt es auch gleich. Ja, also wir lassen es mal gut gehen, ne? Jo, also ich melde mich auf jeden Fall nochmal, wenn meine. Oh, meine Shisha kommt schon. Oh, geil, Alter. Ich hab Pfirsich Maracuja gerade, Alter, richtig geil. Boah, Alter, guck mal, meins, Marcel. Was denn? Was war das für ein Pferd? Irgendwas. Oh, Alter, das schmeckt auch geil. Nice. Also, ich habe auf jeden Fall Pfirsich Maracuja, Richard hat auf jeden Fall Beere. Aber ja. Schmecken beide geil, also muss man schon sagen, 13 Euro ist okay für die Cheetah auf jeden Fall toll. Auf jeden Fall. Cocktail ist auch sehr lecker. Ja, auf jeden Fall. Lass es auf jeden Fall schmecken, Leute. Wir sehen uns dann. Bis später. Ciao. Irgendwann später. Jo Leute, wir sind jetzt eigentlich mal von der Eisdiele angekommen. Wir sind hier jetzt schon vor diesem Zelt da, vor diesem Fest. Ja, also wir warten halt, bis das Ding wieder öffnet, ne? Die Eishalle. Oh. Und, ja.
Ich auch, Herr Lehne. Und die beiden einfach nicht mehr weg. Abgeschollen. Wir haben fast, wir haben was, ein was. Ich muss mir den Sticker.